Dienstag ist Schulstart. Das ist jedes Jahr etwas ganz Spannendes für die Erstklässler, die das erste Mal in die Schule gehen oder jeder, der auf eine weiterführende Schule geht. Spannend ist es, Freunde wiederzusehen, den Lehrplan zu bekommen, welchen Lehrer hat man, welche Lehrerin möglicherweise. Manche freuen sich, manche sind ein bisschen skeptisch. Also Schulstart ist immer was Besonderes. Diesmal aber noch einmal mehr. Unter Zeiten von Corona ist es keine einfache Zeit, für alle Beteiligten nicht. Ich hoffe sehr, dass der Schulstart in Bayern gut gelingt. Wir haben eine große Runde gemacht mit Schülern, mit Eltern, mit Lehrern und Schuldirektoren und um uns abzustimmen, wie es weitergehen soll. Ja, wir wollen den Regelunterricht erhalten, weil wir glauben, dass es wichtig ist, Bildung zu haben. Wir wollen auf keinen Fall, dass, wie man es früher nannte, weiße Jahrgänge entstehen, die mit schlechterer Bildung ins Leben starten. Und wir wollen auch, dass die Freundschaft und Gemeinschaft des Lernens untereinander und des Wiedersehens auch von Freunden und Freunden in der Schule möglich ist. Deswegen starten wir zunächst für 10 Tage mit einer Maskenpflicht für alle. Danach nur dann, wenn es entsprechend hohe Inzidenzen gäbe, also entsprechendes Infektionsgeschehen wäre. Warum? Weil Schutz und Sicherheit an oberster Stelle sind und weil Regelunterricht vor Homeschooling geht. Die digitale Struktur bauen wir aus. Am Ende werden wir 370.000 Geräte für Schüler und für Lehrer auf den Weg bringen, um die digitale Struktur des Unterrichts ergänzend zu verbessern, nicht anstelle des normalen Unterrichts. Ich drücke allen die Daumen für dieses Schuljahr, unabhängig davon, wie es unter Corona losgeht, aber ganz besonders, dass keiner, der aus dem Urlaub zurückkommt, sich infiziert hat und wenn, schnell wieder gesund wird und auch keinen anderen ansteckt. Insofern ein ganz besonderer Schulstart. Toi, toi, toi dafür. Viel Glück. Viel Erfolg, danke. Danke an die Schülerinnen und Schüler, die mitmachen. Danke an die Eltern, die das unterstützen, aber auch einmal an alle Lehrerinnen und Lehrer, auch die Schuldirektorinnen und Direktoren, die das bislang gut vorbereitet haben. Es wird nicht perfekt werden. Schule kann nie perfekt sein, aber es soll gut werden für alle. Alles Gute und schönen Schulstart.